Willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raven. Ich habe hier gerade mit gebratenem Fleisch den Bauch vollgehauen, weil ich's kann. Und ein bisschen Mana fülle ich auch noch auf. So, die Sache ist, ich will in die Burg. Problem ist allerdings, hier sind ganz viele Orks. Aber hey, zum Glück habe ich ja Biff. Hoffentlich jedenfalls funktioniert das. Das ist zumindest so meine Theorie. Dass Biff damit fertig wird. Das war blöd. Nein, das hat den richtigen getroffen. Sehr schön. War zwar keine Absicht, aber hat funktioniert. Einwandfrei. Verdammt. Ich glaube, jetzt habe ich weiter angelockt. Das war nicht gut. Verdammt. Okay, okay, okay. Alles gut, alles gut. Alles gut. Verdammt. Nein, nein, nein. Ah, okay, jetzt bin ich tot. Das war nicht so toll. Och nö. Ich habe gerade 10 Minuten lang hier Essen gegessen und ich Idiot, habe danach nicht gespeichert. Na denn, dann muss ich hier mal eben so auffüllen. Okay, jetzt noch 100. 100 heißt 2 hiervon. Und dann bin ich mal zur verschwenderischen Trink in 100er Mana Trank. Und dann speichere ich, damit das Ganze nicht nochmal passiert. So. Also, nochmal von vorne. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich will in die Burg und dafür muss ich an den Orks vorbei. Schon wieder eins von diesen Biestern. So, Orks hin oder her. Ich muss über die Rampe reingehen, da führt kein Weg dran vorbei. Aber früher oder später will ich die Orks ja ohnehin beseitigen. Und jetzt... Mann! Warum konnte ich da nicht weglaufen? Ich konnte mich nicht mehr drehen. Mann! Was war das denn? Was zur Hölle? Ich konnte mich nicht drehen. Okay, wisst ihr was? Vergessen wir die einfach mal, die Orks. Vergessen wir sie einfach mal. Hey, Sumpfkraut. Na, wenn ich schon nicht kämpfen und siegen kann, dann dröhne ich mich wenigstens mit Sumpfkraut zu. Das wird so nix. Nee, das wird so nix. Mann. Was zur Hölle? Wie soll man durch die Orkreihen durchkommen, wenn man nicht gerade ein fetter Kämpfer ist? Ich meine, selbst mit Biff wird es ja nicht wirklich möglich sein. Nicht zu zweit als Magier mit Biff. Okay. Machen wir jetzt folgendes. Das Problem ist, warum ich mich nicht teleportiere, ist, danach ist Biff weg. Ganz einfach. Soweit ich weiß, ich habe ein bisschen nachgelesen, wartet er unten am Fuße der Orkramme auf mich. Wenn ich über die Orkramme in die Burg gehe. Und deswegen ist meine Idee jetzt, ich gehe dorthin, über die Ramme in die Burg. Und dann weiß ich wieder, wo ich ihn finde. Falls ich dann irgendwie nach Korinnes gehen müsste oder so, wie auch immer, kann ich das ja immer noch tun, solange er da unten wartet. Und ich weiß, wo er ist. Nee, komm, die Blutfliegen sind es mir gerade auch nicht wert. Denn letzten Endes ist es ja so, ich brauche gerade noch so dermaßen viel Erfahrung. Auf die paar Blutfliegen kommt es jetzt auch nicht an. Aber das Risiko, da in die Orks reinzulaufen, ist es mir dann irgendwie auch nicht wert. Was sagt die Uhr? Die Uhr sagt 19.49 Uhr, also es ist definitiv Zeit, langsam mal ein Schlafplätzchen zu suchen. So, jetzt werde ich aber erstmal... Schon wieder eins von diesen Biestern. Hier noch ein bisschen aufräumen. Danke, Biff. Hätte ich auch alleine geschafft. Ah, das sind Orks. Verdammt. Moment. Ich kenne da einen Trick. Mal stehen. Sehr schön. Ach, komm schon. Dämliche Magie, ey. Dämliche Magie. Warum trifft die nicht? So ein Scheiß.
So, geht doch. Warum hat... Ah. Moment mal. Hast du nicht gesagt, die Hälfte deiner Beute gehört mir? Ja. Her damit. Na klar. Hier ist dein Anteil. Alles klar. Lass uns weitergehen. Ach was, habe ich gerade zum ersten Mal, seit ich Biff dabei habe, Gold gefunden? Ist ja witzig. Moment mal. Ja. Hier ist dein Anteil. Alles klar. Oh Mann, das könnte der aber auch... Wenigstens nur alle paar... Ne? Wisst ihr, was ich meine? Nur alle paar Minuten machen oder so. So, 308, 320, 32, 44, 56. Und dann fehlen noch 100. Und dann nehme ich dann noch eine 100. Damit ich bei den Kleinen flexibel bin. Und außerdem... Brauchst du... Klar. Biff, Kia, trink mal so viel du kannst. Du bist zwar teuer, aber du bist gut. Und ohne dich wäre ich aufgeschmissen. So. Mann, ich hätte ja ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es so ein Krampf wird, hier in die Burg reinzukommen mit Biff zusammen. Waage. Ich hasse Waage. Andererseits habe ich mit Biff auch eine Chance dagegen. Ach was, guck mal. Drei Feuerstürme und so ein Waage ist... erledigt. Ha, das ist ja praktisch. Machen wir das mal so. Dann kann ich noch einmal zaubern und dann... Boah, nee, lass mal. Ach, Mist. Ach, Mist. Biff, nein. Biff, nein. Aus. Lauf gar nicht erst hin. Lauf gar nicht erst hin. Wir gehen über den Hügel. Hallo? Geht doch. Oh, das sind zwei. Aber gut, Biff wird auch mit zwei fertig. Ich mag Biff. Doch, ich mag Biff. Biff ist super. Ich sag nie wieder was gegen Biff. Wo kommt der Ork her? Jemand hat da gerade ein Schwert gezogen oder eine Waffe gezogen. Ah, Mist! Nein! Komm schon, Biff, hau ab! Ach. Ich fürchte, ich muss den hier jetzt einfach ausweichen, während Biff sie umlegt. Was tatsächlich erstaunlicherweise sogar zu klappen scheint. Also, dass Biff die erlegt, nicht, dass ich ausweiche. Das mit dem Ausweichen könnte noch knapp werden. Ein Treffer und ich bin tot. Ich muss dabei natürlich aufpassen, dass ich nicht noch mehr anlocke, so wie gerade eben. Oder ist Biff schon tot? Ach nee, guck mal, Biff ist schon tot. Tja. Das kann ich dann noch gleich sein lassen. Das wird nix. Oh Mann, wie komme ich jetzt mit Biff zusammen in die Burg rein? Das Problem ist nämlich, wenn ich alleine wäre, könnte ich einfach an den Orks vorbeirennen. Das wäre mir vollkommen Wumpe. Sache ist halt... Biff wird da einfach... Also was? 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 Warum? Warum? Hä? Warum zauberst du in den Hügel rein? Was soll das? Das verstehe ich nicht. Ja, jetzt komm, jetzt ist auch mal gut. Komm, Wag, ist gut. Kann Wag eigentlich blocken? Nö.
geht doch. Mann! Was zur Hölle, ey. Ich könnte mich einfach rein teleportieren und gucken, was passiert. Weißt du was? Das ist mir jetzt zu blöd. Ich probiere das einfach. Tschüss, Biff. Vielleicht sehen wir uns wieder, vielleicht auch nicht. Aber ich muss jetzt hier echt in die Burg. Ich brauche Tränke und ich komme hier sonst nicht rein. Sorry, aber... Und vor allem nachts noch dazu. Das. Nicht so sicher. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht stelle ich mich blöd an. Kann sein, will ich nicht ausschließen, aber... Es scheint mir relativ schwierig zu sein, sage ich mal. Vor allem als Magier, der nicht allzu viel aushält. Für Innos, will ich meinen. Wie gesagt, vor allem als Magier, der halt nicht wirklich nicht viel aushält. Und Biff hält ja auch nicht genug aus, um sich mit 3 Orks oder so anzulegen. Von daher bin ich da gerade ein bisschen skeptisch, wie das gehen soll. Mit dem richtigen Schlüssel kriege ich das als Magier hier, die Orks zu beseitigen. So, okay, schauen wir doch mal. Ich werfe mal eben einen Blick ins Tagebuch. Ich habe doch hier bestimmt etwas über die Burg. Lehrer in der Burg. Armbrüste, Stärke, Schwertkampf. Senkrad verkauft Spruchrollen in der Burg. Senkrad, wo ist Senkrad? Wer Spruchrollen verkauft, hat bestimmt auch Tränke. Schätze ich, vermute ich. Die Frage ist nur, wo finde ich Senkrad? Da ist Tandor. Tandor handelt auf jeden Fall auch. Hast du Neuigkeiten? Die Drachenjäger sind angekommen. Sie wirken auf mich wie zähe Hunde. Und ich hoffe, das sind sie, denn sonst werden sie nicht lange überleben. Zeig mir deine Ware. Okay, was hast du an Tränken? Gar nichts. Wow, doch so viel. Geschicklichkeit plus 1. 250 Gold. Ja, ist interessant. Ist interessant. Aber erstmal das Mana. Schwefel für Alchemie. Und dann, doch, ich nehme die. Das ist ganz interessant. Geschicklichkeit steigern, warum nicht? Kann man machen. Ich würde sagen, ich kann hier auch ganz viele Waffen und so verticken. Aber solange ich das Geld nicht brauche, muss es ja nicht unbedingt sein. Kirolot, du warst genau ein Trainer für Schwertkampf. Und wo ist Senkrad? Wo ist Senkrad? Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Der war nicht bei den Magiern drin, oder? Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Na, oben war ja nicht, da war ich ja gerade. Wobei, war ich da gerade? Nein, ich war da nicht gerade, ich war da heute Nacht. Okay, hier ist niemand. Ich glaube, da oben ist aber auch niemand tagsüber hier in Gothic 2. Nee. Ich sage hier in Gothic 2, weil in Gothic 1 sind hier die Feuermagier drin. Haben wir leider nicht gesehen in Gothic 1, weil ich kein Feuermagier war. Aber glaubt mir einfach mal. Ich war mal Feuermagier. Früher, als ich gespielt habe. So, wo ist Senkrad? Wo ist Senkrad? Wo zum Henker finde ich den? Der Koch ist es nicht. Die beiden sind Oryk und Percival? Keine Ahnung. Wo ist Senkrad? Senkrad ist doch in der Burg, sagt mein Tagebuch. Wo könnte der sein? Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Nun, das klappt irgendwie nicht so richtig hier gerade. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Von daher würde ich dann einfach mal sagen, ich lasse die Suche nach Senkrad mal sein und gehe zu Engor. Der ist in den Schlafgemächern. Glaubst du wirklich? Der verkauft nämlich auf jeden Fall Essen und so Zeug. Vielleicht hat der ja was an Tränken. Könnte ich mir vorstellen, dass der da was hat in der Richtung. Ansonsten war ich ja eigentlich überall, ne? Vielleicht ist hier in dem Gebäude ja noch jemand weiter oben oder so. Nun, erstmal Engor. So. Zeig mir deine Ware. Ach, perfekt. Wer sagt's denn? Genau das habe ich gesucht. Kohle. Das
Schlamm, Feuerfall, Feuersturm, Dämon, Feuersturm, Blitzschlag, Eispfeil. Ja, eigentlich nicht so richtig. Okay. Ich kaufe mir erstmal ganz viel von denen hier. Wie viel nehme ich da? 40? 40. 40 sind gut. Dann fülle ich die hier auf 20, 25. Und 100 hat er leider keine. Aber ich kann die großen Heiltränke auffüllen. Ich kann mir noch ein paar 70er holen. Und hier ganz viele 50er. Vielleicht auch so 40. Ups, da sind sie schon leer. Na, dann halt eben noch ein paar 70er. Und vielleicht noch ein paar 100er. Noch so 500er. Gut. Damit bin ich, glaube ich, fürs Erste erstmal wieder ausgerüstet. Andererseits, wisst ihr was? Ich mache jetzt einfach mal den hier. So, jetzt bin ich pleite. Wobei, stimmt nicht ganz. Ich habe noch das hier. Ich habe noch das hier. Und damit kann ich hier auch fleißig weiterkaufen. Ich bin einfach mal... Ach, guck mal, sogar einen davon kriege ich noch. So, jetzt muss ich aber irgendwas anderes verkaufen von Wert. Und zwar... Schauen wir doch mal... Was davon wäre denn... Oh, ein Rapier. Hey, das könnte ich ja vielleicht sogar bald benutzen. Stärke 90 wird schwierig. Okay, siehst du, das sind zwei, die sind gleich. Da halte ich mal den Morgenstern. Echsenschwerter. Die sind ziemlich mies, die brauchen 100 Stärke und machen nur 80 Schaden. Davon kannst du alle 20 haben. Paladin 2 Händler. Das Edellangschwert braucht weniger. Also wertvoller. So, die Ork-Äxte kannst du haben. Diener brauche ich nicht. Den behalte ich aus Nostalgiegründen, genau wie den. Und das ist meine Einhandwaffe. So, das kannst du haben. Das kannst du haben. Nostalgie. Die kannst du haben. Die kannst du haben. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Behalten. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Die will ich behalten. Okay. Die Bögen will ich auch erstmal alle behalten. Weil ich natürlich überhaupt keine Pfeile und Bolzen habe. Ich habe Feuerpfeile, ich habe magische Pfeile, ich habe magische Bolzen. Naja, was soll's. Ich habe 657 Geld. Also kaufe ich mir erstmal wieder ganz viele Tränke. So. Jetzt bin ich fürs Erste, glaube ich, ausgerüstet. Ich will mal nochmal schauen, ob ich nicht doch Senkrad hier irgendwo finde. Wie zu weit entfernt. Haupttorwache, okay. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay, da ist Senkrad nicht. Hä, ist der verschwunden oder so? Oder bin ich jetzt blöd? Ach nee, hier geht's hoch, stimmt. Hier ging's ja hoch. Richtig, da war ja auch noch jemand. Ah! Oder war das nicht hier? Täusche ich mich gerade? Ich dachte, das wäre hier gewesen. Boah, ich war schon so lange nicht mehr in der Burg drin. Ich habe so ziemlich jede Orientierung verloren. Zumindest innen drin. Nee, also hier ist Senkrad garantiert nicht. Geht jetzt hier runter. Waffenknecht. Ach, guck mal. Eine Wache, ein Sträfling. Noch ein Sträfling? Ist ja witzig. Was machen die denn hier? Die Mauer wieder herrichten. Aber guck mal, hier ist noch ein Trank. Den nehme ich doch gerne mit. Die Probleme habe ich kommen sehen. Lass uns hier ab, so was daraus. Ah, 10 Gold. Sehr schön. Auch das nehme ich. Ich bin mal gespannt, ob Biff, wenn ich ihn wiederfinde, das dann haben will. Also seine Hälfte davon. Schauen wir mal. Oh, guck mal, eine Truhe. Links, rechts, links, rechts. Links, rechts, links, rechts, links, links. Okay, 25 Gold, Windfaust, Erzbrocken, sehr schön. Da habe ich doch schon mal was ich verkaufen kann, wenn ich wieder Geld brauche. Ein bisschen Erz. Wir können nur abwarten. So. Ich kann das nicht mehr hören. Gut. Dann wäre ich hier soweit. Ich habe einiges gehört. Leider. Nee, warte mal. Ich guck mal da drinnen, ob hier drin Senkrad irgendwo ist. Der muss doch irgendwo sein.
Vielleicht kann er mir auch was beibringen. Ist er hier? Nee. Das sind die Gemächter von Garrond. Ja, Moment, wo geht das hier hin? Ach, da geht's hoch, gell? Ach. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Links, rechts, links, rechts, rechts. Dreimal rechts. Okay, am Ende dreimal rechts. Ring der Erzhaut, goldene Halskette. Okay, immerhin wieder ein bisschen was zu verticken. Ich glaube, hier war ich sogar schon mal. Aber ich hatte nicht... Wow! Was zum... Könntest du bitte einfrieren? Was zum Henker? Wo kam das denn her? War das eine Falle auf der Truhe oder was? Ist ja fies. Oh Mann. Ist das gemein. So, komm. Letzte Chance, wo Senkrad sein könnte. Wahrscheinlich ist er dann hier auch. Nee, ist er nicht? Okay. Die habe ich auch noch nicht geöffnet. Schau mal einer an. Ich weiß aber auch nicht, wie viel Dietrich ich noch habe. Ich speichere mal lieber. Allzu viele sind sicher nämlich nicht. So, links ist es nicht. Rechts, links, links, rechts. Rechts, links, links, rechts, links. Okay. Ah, siehst du mal, das hat sich gelohnt. Hier kriege ich nämlich gleich nochmal ein paar Tränke. So, die Geschicklichkeit. Kann ich denn... Ich habe 31 Geschick. Kann ich denn die Tränke... Ich kann keinen Geschicklichkeitstrank brauen, dann esse ich das einfach. So. Also, ich brauche ein bisschen Leben. Machen wir das mal so. Und dann fürchte ich, muss ich wohl nach Korinnes zurück, um meine Magie zu verbessern. Da führt kein Weg dran vorbei. Hier in der Burg gibt es einfach niemanden, der mir irgendwas beibringen kann. Also irgendwas Magisches, meine ich. Ich wäre mir da nicht so sicher. Das heißt, ich schnappe mir jetzt meine Teleportrune. Selbst ist er da nicht drauf gekommen. Zum Pass im Minental. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Und dann sehen wir uns wieder. Beziehungsweise ich teleportiere mich einfach jetzt schon. Und ich laufe dann gemütlich zurück nach Korinnes. Beziehungsweise ich gehe ins Kloster. Und dort sehen wir uns dann wieder beim nächsten Mal. Was macht denn der Snapper hier? Oh mein Gott! Ups, das war nicht gut. Ja, so muss man's den Biestern geben. Sorry, wollte ich nicht hauen. Alles klar? Hey, du. Naja, mit dem rede ich nächstes Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.